Die Grundidee ist, dass wir es in der szenisch-installativen Form machen, also letztendlich eine Art rituellen Raum schaffen hier im Theater Basel, wo Zuschauer auf beiden Seiten des Geschehens sitzen, Gemeinde sind, auch in den Zuschauerbereichen Orchester sind, auch Chöre und in der Mitte sind auf einem kleinen Podest, auf einer Art Altar, sind Kinder und die stellen die Situation nach in Tableau Vivants. Ja, als hätten Kinder das geprobt, was sie faktisch haben, spielen sie diese Geschichte, diese Kreuzigungsgeschichte. Die Erwachsenen, die Sänger, begleiten sie dadurch, wie so eine Werteprüfung, die machen. Die spielen die Geschichte und erleben diese Geschichte und ihre Werte an diesem Abend und wir schauen zu. Gerade machen wir die Szene, wo der Jesus, also der wird da verraten vom Judas und der wird dann geküsst und dadurch eben verraten. Meine Rolle ist der Petrus, also ich verrate eigentlich auch den Jesus, nur er verzeiht mir, sagen wir es mal so. Ich spiele am Anfang eigentlich einen Messdiener, dann sind wir glaube ich beide, also ich bin dann ein Jünger und danach sind wir dann halt beide Palmwedel. Ja. Ja. Also wieder Messdiener. Ja, ja. Und ja, wir kriegen dann immer grüne Hände. Ja, von den Palmwedeln. Es ist ja bei 30 Kindern auch so, dass mal ein Kind krank ist, dann muss man jemanden ersetzen. Also es ist unfassbar anspruchsvoll, was die machen müssen an dem Abend. 2,5 Stunden musikalisches Material auf der Bühne zu sein, die musikalischen Momente zu kennen, seine Aufgabe zu kennen, die Spannung zu halten. Zwischendurch situativ zu reagieren. Mit dem Jugendamt sind so 3 Proben pro Woche verabredet. Das heißt, man musste jetzt früh anfangen zu proben, im September schon, damit man durch das Material kommt. Und das wird jetzt noch ein Galopp. Also sind aber sehr, sehr diszipliniert und sind sehr erwachsen. Wenn ich das mache? Ja. Wir haben es ganz intensiv geprobt. Ja. Es werden ja von den Kindern diese Bilder der Leidensgeschichte von Jesus nachgestellt. Dort habe ich mich an alten Ölgemälden inspirieren lassen und teilweise diese Farben versucht aufzunehmen. Die Entwürfe sind angelegt an eher 60er, 50er Jahre. Und durch dieses Jersey-Material vor allem kriegt es auch so eine bisschen Casual-Note, was dann doch so ein bisschen an Hoodie und Jeans und so weiter erinnert, aber eben trotzdem in einer Art von Uniformierung auch für diese Gruppe von Kindern. Die Kinder spielen ja den Leidensweg von Jesus nach und machen das aber quasi nicht freiwillig, sondern werden von den Solistinnen immer wieder angehalten, das erneut darzustellen und weiter zu spielen. Aber Jesus ließ den Kaiser und wieder entforderten hin, dass er gekreuzigt würde. Das ist so eine alte Geschichte und eben die liegt unserem ganzen Gesellschaftssystem, liegt ja total krass zugrunde, auch wenn man jetzt nicht irgendwie gläubig ist. Es ist ja trotzdem irgendwie so eine Wertevermittlung und das ist irgendwie auch, finde ich, das Zusammenspiel von den Solistinnen und den Kindern irgendwie auch darauf hinweist, dass man da vielleicht mal drüber nachdenken sollte, wie man diese Werte zum Beispiel weiterentwickeln kann oder überschreiben kann für die Zukunft, die dann den Kindern gehört und die gestalten sollten. Schön wäre, wenn diese Generation miteinander sprechen würden. Hier proben wir nur das Theater, das Spielen.
Und wir müssen ja dann aber auch noch singen und das müssen wir im Chor und zu Hause machen. Ich finde es vor allem toll, dass da auch so jetzt, ich glaube, ja, Knabenkantorei, Mädchenkantorei und Theaterchor mitmacht. Also super. Wir haben mal gezählt 177 Beteiligte ohne die Orchester. Wir haben unseren Hauschor, der ist in zwei Chöre geteilt und wir haben den Extrachor dabei. Und dann haben wir am Abend 40 Leute von Singvereinen, Laienchören aus Baselland, Baselstadt, die als Gast immer wieder wechseln. Geplant ist so, dass Singvereine mit dem Publikum sich mischen. Zweimal am Abend ist geplant, dass das gesamte Publikum mitsingt. Diese Polychoralität existiert seit Jahrhunderten. Eine Kirche hat mehrere Emporen, mehrere Möglichkeiten, Musiker und Sänger zu positionieren. Es ist eine sehr spezielle Musik. Bach benutzt alle Mittel, die in seiner Epoche möglich waren, um Texte zu vertönen. Wir haben eine sehr, sehr, sehr fantasievolle Mischung zwischen den zwei Sachen. Haben wir manchmal Choräle, die parallel mit Opernarien laufen. Es ist eine wahnsinnig komplexe und fantasievolle Struktur. Ich wurde schon nicht Blut verraten, ich habe. Sie sprachen, was geht denn? Die Grundidee, dass wir das Orchester in den Raum verteilen, kam eigentlich von ihm. Und ich habe sehr viel Raumtheater gemacht und irgendwie dachte ich, es ist ja irre, dass er das jetzt vorschlägt. Das wird sehr anspruchsvoll musikalisch. Der ist todesmutig. Und jetzt haben wir praktisch zwei Orchester auf der Bühne. Ein Orchester in der Interbühne und ein Orchester ganz, ganz, ganz oben in den letzten Rang. Wir machen eigentlich so eine Matthäus Passion hoch drei, sagen wir so. Wir werden auch erfahren, wie der Klang mal von links, mal von rechts, mal von vorne, mal von hinten kommt und in verschiedene Kombinationen. Und auch dieser Baden-Effekt, wo das gesamte Publikum, die Singvereine, vier Orchester, Solisten, vier Orgeln, alle zusammen singen und spielen. Und das ist wirklich diese Riesenumarmung. Schon die Idee, jetzt auch so nach Corona so eine Skulptur zu haben oder so eine Plastik von vielen Menschen, die auch irgendwann zusammen singen und sich über diese Werte von diesem Stück Gedanken machen und die mit den Kindern in Verbindung auch eine bestimmte Geschichte erzählen.